Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. Und es geht weiter, es geht weiter. Die Preise fallen, meine Freunde, die Preise fallen. Aber das ist kein Problem für uns. Denn wir produzieren zurzeit, wir haben auf jeden Fall die Produktion ganz schön erhöht. Wir bräuchten Transport und Veredelung als nächstes. Da ist der Engpass in der Veredelung. Da ist der Engpass. Da müssen wir schauen, dass wir da irgendwie was reißen. Aber das Problem, meine Freunde. Wir müssten erstmal wahrscheinlich... Moment, wie sieht es jetzt wartungstechnisch aus? Wartung sind wir auf jeden Fall sehr gut. Aber Sicherheit sollten wir mal noch eine kleine Investition wagen. Und zwar Sicherheit. Es gibt 10 Punkte. Lux-Einzelkabine nehmen wir mal so ein. Okay. Einmal verkaufen. 134.000. Aktuelles Minus. Veredelung. Jetzt wird es spannend. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Da erwarten uns nämlich Preise jenseits von Gut und Böse. Ach du Scheiße. Okay, 750.000 stehen zur Buche. Wir können sowieso noch 500.000 maximal ins Minus. Von daher... müssten wir uns mindestens 250.000 ansparen, aber dann würden wir uns natürlich auf Messerschneide bewegen. Was so viel bedeutet, wie wir müssen ja erstmal versuchen, irgendwie ein paar gute Aufträge ranzukriegen. Vielleicht ein paar Lieferverträge. 550, 557, 150 Tage, 800 Tonnen. Lass mal machen. Okay, wir produzieren 1400. Haben wir jetzt. Na gut, auf mehr Risiko sollten wir uns nicht einlassen. Das ist jetzt erstmal alles easy hier. Grobe gesagt, durch Lieferverträge. Okay, okay, das ist auch im Anmarsch. Wartung war gut, dass wir einfach die große Tankstelle genommen haben. Das war wirklich sensationell. Personaltechnisch müssen wir dann auch nochmal was machen. Bevor wir neue Maschinchen kaufen. So, ich hoffe mal, der Preis geht dann wieder hoch. Wir drücken hier einfach mal die Beschleunigungstaste wieder. Lalalala. Da rasselt es ganz gut im Karton. So, 6,65 Euro, ey. Das ist echt ganz bitter, ganz bitter. Und es fällt, und es fällt, und es fällt, und es fällt. Gar nicht gut. Absolut gar nicht gut. Aber wir müssen verkaufen. So, haben wir erst wieder 150.000 Gewinn gemacht. Oder Umsatz, besser gesagt. Gewinn ist es ja nicht. Wir müssen halt schauen, dass das hier hochgeht. Die aktuelle Nachfrage, die darf nicht so extrem sinken. Aber die sinkt eben gerade heftigst. Aber wirklich heftig. Also das ist Hardcore. Jetzt haben wir sogar, jetzt sind wir schon, sogar schon gut mit den einen, was wir, wo wir unseren hier beliefern. 10.000. Das ist niedriger geht's nicht. Und 5 Dollar niedriger geht's auch nicht. Wahnsinn. 100.000 waren da, glaube ich. Aber, ihr seht, es geht wieder hoch, meine Freunde. Jetzt sind wir schon wieder bei 300, 165. Alter Schwede. Und da klatscht es wieder volles Rohr nach unten. Oh. Moment, was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, Baubranche boomt. Zahl der Gefängnisse verdoppelt sich. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Das ist diese... Ach so, die Einzelkabine für die Sicherheit. Genau. 6 Euro. 6,60 Euro. Uns geht es zu gut. Wir haben leere Lager. Brauchen dringend 16.000 für ohne Rechnung. Nee, das können wir nicht machen. Dann geht es uns beiden wohl zu gut. Okay. So, wir sind wieder bei einer aktuellen Nachfrage von fast 2 Millionen. Das heißt, der Preis geht natürlich wieder deutlich nach oben. Ich würde sagen, die Hälfte können wir mal verkaufen. So. Und
Durch schlechte Wartung, ja, neue Lieferung. Ah, $3, das ist nicht gut. Ach, wie sieht's aus? 7. Was ist jetzt hier? Ja, wir kommen am Marktbeschworen nicht zurück, ich weiß schon. Aber der Preis scheint nach oben zu gehen. Das ist wichtig, dass der langsam hochgeht. Wie lange ist unser laufender Auftrag eigentlich noch? Moment. Okay, ist noch ein bisschen. Wir produzieren zurzeit nur 600 Tonnen. Warum? Warum? Wartet mal. Wir müssen mal ganz kurz hier schauen. Oh, guck mal hier die Fahrzeuge an. Das ist echt alles Bullshit. Reparieren. So. Oh, wir sind wieder bei 9 Euro. €9,91. Komm, gib mir die 10. Jawohl. Verkaufen wir die Hälfte? Gucken, was jetzt hier für Aufträge reinschneiden. Na, $5,93. Es geht langsam wieder hoch. Noch 5 Wochen? Okay. Wow. Sehr gut. Jetzt sind wir erstmal kurz ins Plus gehüpft. Das war unsere Rettung, Freunde. So sieht's aktuell aus. Was brauchen wir? Wir brauchen die Veredelung. Da führt kein Weg dran vorbei. Die blöde Veredelung. Echt ärgerlich. Wir lassen den Preis mal nach oben gehen. Ach, in was könnten wir investieren? In Wartung. Vielleicht noch mehr in Wartung stecken. Aber das bringt uns ja nichts. Wir müssten hier die Fahrzeuge, die sind echt saubescheiden gerade. Guck mal, den habe ich doch repariert. Das mache ich jetzt nochmal. Was? 61 hat er jetzt. Achso, nee, den repariere ich gerade. 51, jetzt hat er 61. So, pass auf, jetzt reparieren wir mal den. Der hat 50. Ach komm, geh mich auf den Sack jetzt. 50 hat er. Und jetzt hat er 60. Okay. Ja. Oh, Junge. Was ist denn jetzt hier? Liefervertrag erfüllt. Das heißt, wir können Max verkaufen. Haben 270.000 auf dem Konto. Das ist natürlich erstmal sehr gut. Das kommt unserem Ziel wieder bedeutend näher. Aktueller Preis 13. Und wir produzieren wieder 1.400. Warum haben wir vorher nicht so viel produziert? Was war das Problem gewesen? Ich habe gerade keine Ahnung. So, wie sieht es gerade aus mit Verträgen? Was bieten die uns? 6,63, 6,87. Okay, die gehen auf jeden Fall langsam nach oben. 5 ist das Minimum. Fallen wir jetzt wieder oder was? Oh, wir fallen wieder. 6,87. Nehmen wir den mal an hier. Ah, den nehmen wir auch an. Für 8. Moment, jetzt haben wir, glaube ich, das war ein super Auftrag zwischendurch. Moment. Einmal hier drauf, dann schauen wir mal die aktuellen. 8,84 haben wir als Preis gekriegt, das ist sehr gut. Wir sollten was verkaufen, Leute. Unser Lager war voll. Wieso produzieren wir schon wieder nur noch 1000? Was ist da los?
Warum produzieren wir nur 1000? Jetzt produzieren wir schon wieder nur noch 600. Ach so, wegen den zwei Verträgen. Verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt ist mir, leuchtet mir das auch rein. Okay, oh, wir haben wieder 450.000. Das ist gar nicht so schlecht. Lasst uns mal ganz kurz schauen in die Veredelung. 6 Monate. Eieieiei. 6 Monate ist natürlich auch ein heftiger Zeitraum. Das ist eine kleine Aufbereitungsanlage. Könnte natürlich auch 77%. 4 Wochen. Das wäre schon die... mit mehr Kapazität auf jeden Fall. 600.000 haben wir aktuell. 600.000. Wir nehmen die neue. Müssen halt echt 6 Monate warten, ne? In 159 Tagen wird das Maschinchen geliefert. So. Verkaufen. Okay. Na, was will er jetzt wieder? Ja, ja, die Lichter gehen bald aus, genau. So, wir sind ja nur noch 70.000 im Minus, 60.000. 30.000. Und da sind schon nur noch 5.000. Und einmal kurz plus und dann ist die Bank auch schon wieder zufrieden und wir haben wieder 6 neue Monate Zeit. Ach, schön, wenn man die Bank so überlisten kann. Wir müssen halt wirklich schauen, dass wir mit der Veredelungsanlage hinkommen. Dass das gut ausgeht. So, wir schauen natürlich mal ganz kurz, wie lange unsere Verträge hier noch laufen. Ja, ja, ich weiß das. Okay, der eine läuft nicht mehr so lange. Ach so, okay. Na, so wie es aussieht, dauert das noch ein Stückchen. Und da sind wir schon wieder im Plus und sind gleich wieder Minus und hin und her und hin und her. So geht das immer. Oh, oh, wir bräuchten mal noch einen Container, meine lieben Freunde. Und zwar für Personal. 3 Wochen, 25 Personal. Für 12.000. Das ist vollkommen okay, das können wir machen. So, Preis ist wieder extrem niedrig zurzeit. Und damit verabschieden wir uns erstmal aus diesem Paar. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ob wir das Ganze hier schaffen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen überlegen und ein bisschen nachdenken dabei. Aber ich denke, das kriegt man hin. Lasst das Däumchen nach oben da, wenn ihr es noch weiter sehen wollt. Bis dahin, euer Maggie. Tschüss.